Ja, neben den gelösten Gasen gibt es natürlich noch andere Dinge, die wir beachten müssen. Ich nehme hier nur ein Beispiel raus, und zwar ist das die gelöste Kieselsäure, H4SiO4. Die schreiben wir eben nicht in Ionenform, weil sie im Wasser zum allergrößten Teil eben so vorkommt, eben undissoziiert. Sie würde eben dissoziieren in H+ und SiO4. H3SiO4 minus bei sehr, sehr hohen pH-Werten. Und dann haben wir noch das sogenannte DOM oder DOM, das wäre also Dissolved Organic Matter, die gelösten organischen Substanzen, die also aus dem Einzugsgebiet kommen, aus biologischen Prozessen und so weiter. Und dann kommen die Ionen, also die wichtigen Bestandteile des Wassers, die also entscheidend sind für die Qualität des Wassers, auch für die Lebewesen, natürlich auch für Trinkwasser. Das sind also die Ionen. Und hier habe ich nur die allerwichtigsten aufgeschrieben und auch etwa dargestellt, wie es also zu dieser Ionenzusammensetzung kommt. Wir haben auf der einen Seite die sauren Anionen, die Acid Anions, die meistens mit AA abgekürzt werden. Und das ist also die Salzsäure, die Schwefelsäure und die Salpetersäure, also Chlorid, Sulfat, Nitrat. Und von der anderen Seite kommen also die basischen Kationen, also die Base Cations, BC. Und das habe ich die wichtigsten nur aufgeschrieben. Das ist also Calcium, Magnesium, Natrium, Kalium. Und die sauren Anionen stammen also, wenn wir jetzt die ganze menschliche Tätigkeit vergessen, stammen natürlich aus dem Innern der Erde, werden also freigesetzt durch Vulkanismus und durch biologische Prozesse, während die basischen Kationen stammen aus der Verwitterung. Und die interessanteste Frage ist jetzt natürlich, welche Gruppe hat die Überhand? Haben wir in der Regel oder im Mittelwert eher saure Gewässer oder basische Gewässer? Auch hier muss ich sagen, ja, die Kieselsäure ist eben kein Ion. Auch hier muss man sagen, wir haben, glaube ich, schon Glück gehabt. Also im Mittelwert überwiegen also die basischen Kationen. Das heißt, das Wasser hat also mehr basische Kationen als saure Anionen und damit hat das Wasser Alkalinität. Alkalinität wäre also die Eigenschaft eines Wassers zusätzlichen Säureeintrag, denken Sie an sauren Regen oder solche Dinge, abzupuffern. Und wenn man die Ionenbilanz jetzt eines Wassers aufschreibt, dann sehen Sie die hier. Zuerst schreiben wir mal natürlich alle Kationen auf die eine Seite und die Anionen auf die andere Seite. Und wenn Sie das analysieren, sollte das ungefähr die gleiche Konzentration ergeben, sonst haben Sie wahrscheinlich irgendwas falsch gemacht. Und dann schaufeln wir das Ganze ein bisschen um und sagen, wir haben also bilden die Differenz zwischen den basischen Kationen und den sauren Anionen, also das BC minus AA, das ist also unsere Alkalinität und die entspricht dann gleichzeitig der Konzentration von Hydrogencarbonat, Carbonat, also HCO3 minus, CO3 2 minus, OH minus natürlich, minus H plus. Das H plus lassen wir also auf der Seite. Und wenn wir also die meisten Wässer betrachten, dann können wir sagen, so ist die Zusammensetzung. Ja? Wenn das Wasser, sagen wir, zwischen pH 6 und pH 8 ist, das sind die allermeisten Wässer, können wir eigentlich die Konzentration des Carbonationes, des OH-Ions und auch des H+-Ions vergessen. Und das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Lehren aus dieser Vorlesung. Wenn wir solche Überlegungen anstellen, versuchen wir in erster Linie das Ganze zu vereinfachen und nicht zu verkomplizieren. Ja, klar, die kommen noch dazu. Und es ist dann auch logisch, dass es drei verschiedene Arten von Wasser geben wird. Es gibt das Wasser, das wir also als normal betrachten, zum Glück, also mehr basische Kationen als saure Anionen. Das heißt, die Alkalinität ist eigentlich HCO3 minus, ist viel größer als H plus. Dann gibt es natürlich auch die Situation, wenn Sie an destilliertes Wasser denken.
oder Wasser, das schon versauert ist. Dann haben wir also die Situation, dass Hydrogencarbonation und H-Plus-Ion sind gleich groß, also Alkalinität ist dann null. Und dann gibt es die sauren Wässer mit negativer Alkalinität oder Azidität. Und da ist also das H-Plus-Ion viel, viel stärker als das Hydrogencarbonation. Ja, damit das Ganze nicht zu einfach bleibt, denken wir jetzt noch nicht nur an die pH-Geschichte, sondern auch an das Redoxpotenzial. Das heißt, die Reduktion und Oxidation von Substanzen. Und ich habe hier nur vier aufgezählt, die im Wasser sehr wichtig sind. Das ist einmal das Eisen. Eisen 3 plus ist im Prinzip unlöslich. Das sind Eisenhydrogen und Oxide. Wenn das Wasser anaerob wird, also Sauerstoff verschwindet, wird das Eisen reduziert zu Eisen 2 plus und das ist sehr gut löslich. Und dasselbe sehen Sie, kann passieren mit Nitrat, reduziert zu Ammonium, Sulfat, reduziert zu H2S, CO2, reduziert zu Methan. Und es ist dann klar, dass Sie hier, wenn Sie nur jetzt zum Beispiel das Sulfation nehmen, das sich also von einer starken Säure in eine sehr, sehr schwache Säure, H2S, verwandelt, dass wir da natürlich auch die Alkalinität verändern. Wir verändern natürlich die Zusammensetzung von basischen Kationen und sauren Anionen. Das heißt, eine Reduktion, und das ist hier sehr, sehr einfach zusammengefasst, reduzierende Bedingungen, also sauerstofffreie Bedingungen, bedeuten meistens auch in der Regel, dass die Alkalinität sich erhöht, weil eben viele saure Anionen, Nitrat, Sulfat zum Beispiel, reduziert werden und praktisch die Seiten wechseln. Das heißt, die Oxidation, Reduktion, sauer, basisch, das geht meistens auch mit einer Veränderung von gelösten und partikulären Substanzen mit sich. Dankeschön.